Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Paul World. Ist langes her, nicht genau eine halbe Stunde. War ich jetzt weg? Für YouTube ist ein neuer Part, für die Streamer ein neuer Stream. Ja. Wo war ich? Ja, letztes Mal haben wir gesagt, wir schauen hier nach, welcher was in diesem großen 25-Minuten-Ei drin ist. Und es ist... Wir müssen gleich am Anfang auflösen hier. Grintail. Mehr Muskeln als Verstand, ja, das fallen mir ein paar Beispiele ein dafür. So. Ja, die Farm, aber die war ja riesig, das geht sich hier gar nicht aus, habe ich schon gehört. Gut. Wir brauchen antike Bauteile, das heißt, wir gehen jetzt auf Jagd. Wir rücken aus mit unserem Pokémons. Pauls. Zuerst holt man sich noch die Armbrust. Ich habe ja jetzt eine witzige Armbrust, die ich eigentlich herstellen kann. Hm, genau, die. Stellen wir es mal her. Okay. Leute, will man nicht mehr helfen? Achso. Okay, die sind gerade schwer beschäftigt alle. Da kommt schon irgendeiner. Was ich sowieso nicht ganz überreiß ist, wieso der Typ hier nicht einfach die ganze Zeit abbaut, wenn ich ihm das sage. Vor allem, weil er das mit Tier 2 gut macht. Der ist gleich da. Warum tut der... Ach, ist egal. Macht ja nichts. Chickipie. Ja gut, das muss ich ja bauen herstellen, weil ich will ja... Ein bisschen mehr Damage wäre schon cool, nämlich. Ah, gute Dame. Grüßen. So. Der macht Angriff 40, die macht Angriff 280. Aber pui. Aber pui. Nimmt aber die gleichen Pfeile, oder? Ja, gut. Okay, na dann legen wir mal hier dies ab. So. Wir gehen auf antike Sachenjagd. Dann nehmen wir sich unser bestes Kampfteam mit. Nee, ich nehme die mit, die mich gerade freuen. Das wären mal... ...270, das Schaf ist eigentlich gar nicht mies. Der wäre eigentlich gut. 220, 160. Okay. Wenn da steht da irgendwo dabei, ob das für eine Art von Pokémon das sein soll? Nö. Okay, gut. Wir porten. Mal nach da. Ja, hallo Kong, servus. Danke wieder mal fürs Hiersein. Immer wieder gerne gesehen. Nein.
So. Feuer! Oh. Nein, nicht die Bälle. Feuer! Ups. Ja, das ist ein Problem, wenn die Schüsse schon so viel Damage machen, ne? Irgendwie halt. Gut. Wo war dieser Wassertyp? Da oben irgendwo. Jawohl, so. So gehört das. Freut mich. Nee, freut mich wirklich, das zu hören. Ist cool. Danke, danke. Ah, Absturz. Achso, egal. Ich sitze hier auf dem Vogel, der schwebt. So, also im vorigen Part, ich weiß nicht, ob du vorher schon hier warst. Mein Landsmann. Hammer. Ich hab weg müssen wieder kurz wegen meiner Kleinen. Nur so nebenbei. Hammer ein Bergbau. Typ 2 Pokémon abbaut. Ah, okay. Ich habe nämlich so einen Typen gefunden, den Tom. Da, den will ich. Den Tom-Ding. Tom-Bat, ja, so eine Katzenfledermaus. Der ist ein T2-Tierchen. Ist recht geil. Mega-Attacke, los! Daneben. Bam! Sugar. So, Bali. Wenn nicht, immer anderes Bali, wenn es nicht geht. Also das ist immer, geht's eigentlich recht gut. So, dreimal antike Bauteil habe ich jetzt gekriegt. Das hätte mich was interessieren. Das ist jetzt nur eine Theorie. Wenn ich den jetzt schlachte, kriege ich dann... Ja, die Matze immer raus, was er so auch beim Töten hergemeint. Also kriege ich dann nochmal die antiken Bauteile. Ich sag, ohne dass jetzt irgendwie die Tiere da unnötig töten zu wollen. Aber ja, ich glaube, ich probiere das mal aus. Sicherheitshalber. Was ist denn das für ein Haufen dort? Das ist nur Erde. So. Ja, probieren wir es aber mal hier, bevor wir jetzt irgendwie. Ein Viecherl hier. Schauen wir mal, ob die welche Richtung stimmt. Die hier? Nö. Die hier? Ja. Da oben raucht was. Ping. Upsala. Was raucht da? Da drüben müsste der komische andere sein. Pixie. Alter, ist das der Bruder von Foxy? Guck, Pixie. Ein Händel. Bam. Fuck. Was ist das andere Viech mit 18% bleibt drin und das mit 96% geht raus? So ein Pech muss man mal haben. Schau mal, der hat das Ding mit Geleitschutz. Das probieren wir mal aus. Moment, Geleitschutz. Oh. Das ging ja schnell. Das Problem ist,
Man kann überhaupt nicht gescheit ausweichen, wenn man auf dem Tierchen um ist. Finde ich halt. Hoppala, falsch. Muss da absteigen. Genau das meine ich. Man kann ja viel besser ausweichen, wenn man irgendwie da... Gebiete. Wieso mache ich dem Typen keinen Damage aus? Es ist ja wirklich... 15 Damage ist jetzt wirklich nicht viel. 30 auf der Krone? Das ist nicht viel. Nein, das ist nicht viel. Ah! Badass-Attacke! Damage macht er ja genug, ne? Der dreht seinen Schädel immer so blöd zur Seite. Ah. Danke, Vogel. Habe ich eh noch nie probiert, was der macht. Er ist ja angeblich recht gut. Ha, fieser Sprung. Umbringen dann. Das hat Nachladen tut er irgendwie nicht immer. Ich würde mal interessieren, ob der Pinguin besser ist. Ja, ich sollte den Blick halt zu ihm lassen, damit ich sehe, was er tut. Pinguin einpacken, dass es nichts viel wird. Also entweder habe ich Glück immer oder ich weiß nicht. Gibt ja eine gewisse Gruppierung, derer sagt man nach, dass sie mehr Glück haben als andere. Da passt. Ja, den, gut, den auch erledigt. Piep. Bam. Oh, okay. Es ging jetzt schief. Irgendwie. Ich wollte dich nur streicheln. Man, pieksen. Na gut, weggepiekst. Oh, haben wir hier was Tolles? Hey, Darky! Okay. Das funkt irgendwie nicht so. Oh ja, stimmt. Ich habe jetzt ja auch kein Flugviech mehr. Muss ich mal kurz was nachschauen. Ich bin jetzt hier. Gut, da ist der nächste Teleporter da unten, da, wo ich gerade war. Na dann.
Nächstes Mal, wenn ich irgendein Tier weiß, das drauf geht beim Kampf und Opfer, dann nehme ich nicht mein einziges Flugviech. Tja, man lernt ja manchmal aus Fehlern. Manchmal, wohlgemerkt. Hey, da steht ein Ei. Mein Ei, denn das ist mein Ei. Was ist eigentlich, wenn ich auf den schieße? Der hat so ein rotes Ding. Na, das ist super, Daki. Freut mich wirklich immer voll. Freut mich wirklich voll. Du kommst extra rein, sagst Hallo. Das finde ich wirklich, wirklich Weltklasse. Super, danke dir, gell? Guter Kerl. Aber das weißt du eh. Das ist ein guter Kerl, bitte. Paul Presse Entsafter, sorry. Oh, ups. Ja, das ist jetzt unerwartet. Stellen wir einfach da woher, ist ja egal. Nee, die stelle ich da woher. Warum? Oh, 5 Minuten? Okay, da helfe ich. Oh, 1 Minute. Bin Finn! Ja, hallo! Schön, dich zu sehen! Und willkommen! In unserer wunderschönen Runde. Also so viel Bären kann kein Mensch irgendwo brauchen, eigentlich, ehrlich gesagt. Aber wirklich, das muss ich schon so ehrlich sagen, der Platz ist wirklich ein bisschen knapp in dem Game. Also das Gewicht, die Gewichtsgrenze meine ich, weil das ist irgendwie... Irgendwie habe ich da gar nicht so viel. Immer, du hast urschnell, du stehst urschnell an. Das meine ich. Das ist urschnell eigentlich zack aus. Ich helfe mit. Ja, das stimmt. Du kannst nicht wirklich. Du musst urviel reinhauen, damit das geht. So, was mache ich da jetzt? Wenn ich jetzt irgendwas entsaften tue, zum Beispiel meinen Pinguin. Ich habe da ein paar Pinguine mitgenommen. Oh, Enton. Ich meine, nicht Enton, Ente. Nehmen wir mal den da. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, man wählt den Empfänger und dann wählt man die zu entsaftenden Pals. Entsaften. Ja. Ah ja, jetzt hat er Level 2. Cool, wie kann man das machen? Schätzungsweise ein paar Mal. Ja, wenn ich das jetzt mache, geht das jetzt. Das geht ja nicht. Dann muss ich zuerst 16 haben. Es geht so einzeln nicht. Okay. Ja, gut.
Kenn mich aus, kenn mich aus. Ehrlich gesagt hätte ich mir aber eine coole Entsaftungsanimation jetzt irgendwie erwartet. Kann ich auch den Menschen entsaften? Scharf. Entsaften, 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 entsaften. Damit es viele davon geht, schon entsaften. Das geht nicht. Auch nicht. Ich brauche vier, ne? Ja, nee, es geht dann nicht. Vier, vier. Also man braucht einen fünften. So, oh, ich habe wirklich so einen Vogel. Das habe ich mir letztes Mal gewundert, wo der her, wo das her ist. Du bekommst und das und das und das und das. So. Entsafte dich, wie du noch nie gesaftet hast. Das hört sich komisch an. Nur wo ich nur vier habe, geht ja nichts. Das ist schon mal klar. Ah ja, landet gut. Entsaften. Ja. Aber ehrlich mal so, dass ich es jetzt sage, es durch nur mehr entsaften, ist das jetzt, finde ich jetzt auch nicht. Das macht die besser. Ja, okay, das ist das. Die sind, die werden, die werden besser. Da will ich jetzt gar nichts abstreiten. Aber ich brauche manchmal auch die Essenz von denen da eigentlich. Dann muss ich mal meinen Nightwing ablegen, der ist tot. Einen anderen Nightwing habe ich jetzt keinen. Der ist jetzt chillig, der Typ. Ich frage mich nur, warum der nichts essen geht. Lass mich raten, der hängt wieder irgendwo fest. Ja, ne, natürlich. Der ist wieder irgendwo festgesteckt. Das kommt leider immer wieder vor. Wir suchen uns aber jetzt noch so eine Miezekatze. Es ist gerade Nacht. Das heißt, ich werde einen anderen Nightwing brauchen. Super, Pinguin! Reite mit mir, wie du noch nie geritten bist, mein Freund. Also wir schauen uns mal darüber. Da drüben gibt es viele, viele bunte Pinguine und auch viele, viele andere tolle Sachen. Und in der Nacht dieses komische, mysteriöse Tompat. Sorry, nicht Cat. Los, Weibchen, flieg! Flieg und sieg! So, cool. Wie viele Pinguine brauche ich eigentlich für Stufe 3 dann, wenn auf Stufe 2 ich schon 16 brauche? Servus. Wir werden dann, wenn unser Haupt-Nightwing wieder gut ist, werden wir mal eine kleine Runde drehen. Jetzt noch ein paar Tierchen, die ich mir gerne fangen würde. Da können auch die dazu. Die aber deswegen einfach nur, weil es so viele gibt hier. Ist der also mal schwächer? Jetzt bringt er den jetzt gleich um? Nee. Der hat die Fähigkeit noch nicht, die andere.
würde irgendwo gern sehen, wie viel ich insgesamt von dir habe. Jetzt zum Beispiel, das hier steht rechts unten, bla bla. Dein 20. 20. oder so. Da ist der, den ich suche. Den habe ich gesucht. Los, schieß ihn ab mit deiner Luftgitarre. Ich meine Luftkanone. Los. Nochmal. Und jetzt da wird es Zeit für... Bali. Nummer 2. Hier spawnt ja immer nur einer. Fieserweise. Aber hat sich ausgezahlt. Ja, genau. Hier könntest du mich zum Beispiel, das ist total super. Hier könntest du in der Nacht die da, wenn es schlafen, einfach klopfen. Sind nicht so groß. Das ist jetzt irgendwie fail gewesen, weil er hat den Ball nicht geworfen. Ihr habt die Sphäre aufblicken sehen, aber geworfen hat er es nicht. Aber die anderen pennen weiter und die geben Palsaft. Solltet ihr mal Palsaft brauchen? Ja. Ich prügel dich. Warum? Ah, fuck, von hinten. Von hinten. Scheiße. Wie schaut's mit euch aus? Wie schwer ist jetzt tötbar? Immer die Taste gleich halten mit dem Wurfball. Zu schnell tot. Fliegen seht ihr übrigens auch lustigerweise. Wenn es höher fliegt, seht es weiter. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Hoppla. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na, okay, auch gut. Gut. Also mit dem braucht man es nicht mehr anschießen, das ist unnötig. Die kleinen. Dafür habe ich mein Argument mit. Mal kurz. Von denen gibt es ja nämlich wirklich, wirklich viele. Pinguine. Ich mag meinen Pinguin. Pinguine werden immer gut.
50%! Und es ist richtig, laut Wahrscheinlichkeit sollte bei ungefähr zweiten Mal drin bleiben. Tut auch. Mein Ball abgewehrt, das ist, wieso? Hä? Letzte Chance, mein Freund. Weise Entscheidung, da drin zu bleiben. Bei mir geht's da gut. Du kommst maximal in einen Zafter. Okay. Das sind die Theophants. So, würde ich mal sagen, erledigt. Die Hirschen sind immer noch so eine Sache beim Anfang, finde ich. Die sind immer so kacke. Da wären wir wieder bei besagter Funktion, ne? Ich würde gerne wissen, wie viel ich insgesamt von den Viechern habe. Man kann sagen, schau, wie dem das nicht aufgefallen ist. Bravo, Pinguin! Das war nur zwecks Erlösen. Der hätte in der freien Wildbahn jetzt nicht lange überlebt, wenn er verletzt ist. So. Das gibt's ja nicht. 80% Fangwahrscheinlichkeit, dann kommt zweimal raus. Meins. Also für die kriegt man wirklich gut. Das ist aber auch gar nicht schlecht, dass das Tierchen bei mir hier low level ist. Sonst ist das alles immer One-Hit. Sowas. Das ist Two-Hit. Ha, der holt dann zweiten aus. Jawohl. Ab nach Hause! So, mein Ei? Bin mal gespannt, ob ich da raufkomme. Ja, das sollte sich ausgehen mit Full Life, mit Full Ausdauer. Auf geht's, nach oben!
Los. Bing. 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 Heißes Ei. Heißes Ei. Soll ich mal diese Paul-Seelen vielleicht auch verwenden? Aber die Pinguine, wenn dann für den Pinguin, weil es gibt zwei andere Viecher auch mit diesem Frostangriff, aber die Pinguine haben halt den Vorteil, dass sie eigentlich im Low-Bereich hier überall in Masse findbar sind. Das heißt, man kann sie durch den Saft dann ja auch mehr upgraden. Das zum Beispiel Viech kann das, glaube ich, auch, aber ja, den upgraden, da ein paar finden, ist halt schwieriger, ne? Lebst du wieder? Ja. Kannst wieder gehen. Meine gute Freund wieder hier. So. So, jetzt muss ich wieder alles irgendwo ablegen. Das ist immer so ein Chaos dann. Dire Hall. Okay. Hat man eh noch nicht so wirklich etwas kühl? Verarscht mich der oder packt das? Fackeln gleich wieder meine Viecher alle ab. Ja, sorry. Die darfst du behalten, mehr gibt's nicht. So, fetten Safter. Fette Peile. Na. Machst du denn, sag ich weg? Na, nicht zur Sphärenbank. Geh einfach irgendwo anders hin. Ich werde damals immer meine drei Kisten durchgehen, das gewöhne ich mir jetzt an. Holz sollte da nicht drin sein. Wenn ich jetzt alles reingehe, was irgendwie. Na, das nicht. Was irgendwie. Das, ja, gut. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, was wo drin ist. Genau. So, dann nehmen wir die zwei daher. Nehmen wir die zwei darüber. Die zwei auch noch. Sieht sich die aus? Ja. Und die zwei auch. So, dann kann ich hier mal nämlich. Einfach mal alles durchdrücken, ohne viel schauen. Passt. Das kann mal da raus, aber ich weiß, das war hier wo.
Na, die können woanders, die können woanders hin, das weiß ich. Was? Dann kommt das da rein. Mazel Tov! Jetzt hier, es holt schon wieder keiner raus. Oh ja. Der Geist, wenn er Zeit hat, der hat nicht so viel Zeit immer. Bräuchten da fast einen Transporter mehr. Der nur transportiert, habe ich sowas? Oh ja! Nee, der gießt auch. Na ja gut, aber Gießen hat dann nicht so viel zu tun. Warum ist der tot? Deswegen geht da nichts weiter. Warum ist der wirklich tot? Geil. Sehr cool. Jetzt schau ich mal, ob sie das Holz dann auch machen. Normalerweise müsste sie das Holz auch rausnehmen. Die Wegfindung der Parts hier ist zum Scheißen nehmbar. Weil, ganz ehrlich, dieses eine Pal, was da hungrig ist, ist mein Holzfäller-Pal. Der kann gar nicht hungrig sein, weil das alles bummvoll mit Essen ist. Ich sehe ihn auch nirgends. Der steckt wieder irgendwo fest. Und wir haben den guten. Neu platzieren. Die kann ich aussaat auch wie der. Komm her. Oder bist du noch hungrig? Ich weiß dich da mal zu und du kannst ja dann essen gehen. So. Dann frisst dich satt. So, passt. Läuft alles. Dann macht doch immer die Dinger da. Ist so geil. Ist so Weltklasse. Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen ausrucken. Haben wir schon wieder Punkte hier? Ja! Dann machen wir die Quest fertig. Waffenbank, die fehlte mir. Olympisches Feuer. Mittlerweile derweil noch egal. Muskette. Hochwertiges Palöl, kenne ich nicht. Schießpulver. Holzkohle und Schwefel. Na, das ist noch... Ich sag mal so, das wird noch ein bisschen dauern, bis das... Das ist cool. Sattel von dem König. Daisy-Halsband. Ja. Was soll ich mit dem Scheiß? Es ist cool.
Ah, das nehme ich zuerst. Weil ich da weniger Mats dafür brauche, die ich jetzt sowieso sonst nicht habe. Ja, hier. Ja gut, langsam wäre es jetzt dann interessant, wo Knochen herkommen. Ich meine, ich weiß, wo Knochen im Prinzip herkommen. Aber wo sie halt auch wirklich als Resources so schnell droppen. Wir müssen uns jetzt einen Platz suchen für einen Stahl, für eine zweite Base. Besten eine Metall-Herstell-Base. Ah, ich werde mal finden, nach schon ein Paltex schauen. Danke für den Tipp. Für was brauche ich eigentlich 2 Slots? Ja, vielleicht wegen unterschiedlicher Essenssachen. Okay, werde ich mal schön schauen. Schauen wir ein paar Decks. Ah, da unten. Ja, danke. Kann man das so auch durchschauen? Nee, scheiße. Aber geht aber mit dem Pfeil nach unten. Und klick. Das Viech. Kleine Fuchs. Schießpulver. Echt ein guter Tipp. Danke. Hab ich noch gar nicht nachgeschaut, nämlich. Mit der Katze. Ich mag mit der Katze. Mit der Katze mit Flügel. Ich meine, wir könnten mal probieren, ob wir dieses Mammut da auch platt kriegen. Mit der Feuer. Was? Und ruft die. Wildschweine auch? Okay, gut, danke. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe noch kein Wildschwein gesehen. Startgebiete sind ja immer und sind ja unterschiedlich. Oder warte mal. Oh ja, das sind braun gestreiften Viecher. Ja, der ist 38. Da brauche ich 100 Jahre, bis ich den platt habe. Also es gibt einen tollen Trick. Bei 4000 Life ist normalerweise nicht so der Oberburner, aber... Ah, je. Eins und zwei Damage ist nicht viel, ne? Ne, das kann ich mal laden. Das mache ich nicht.
Wir porten uns aber mal darauf. Schauen wir mal den anderen nochmal finden. Dann muss ich ehrlich sagen, würde ich den Part hier beenden und würde dann im nächsten Part erst. Würde ich dann wieder was farmen gehen. Würde ich weiter weggehen, wollte ich sagen. Zu den. Wie heißt das denn? Zu so ganz speziellen Grabeviechern. Die ich aber im Endeffekt. Geh. Okay. Würde ich mal so ein Grabeviech holen von ganz Norden drüber. Ich weiß aber nicht, wo ich die genau herkriege. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich da brauche, um die zu finden. So, das ist jetzt deine letzte Chance, Oides. Brav. Solche Dicktypen heißen die. Die gibt es ja nördlich von dem warmen Gebiet da. Mal schauen, ob ich das schon hin kann. Man hin kann. Mit Flugviech auf jeden Fall. Ah! Mein Freund ist wieder hier. Okay. Na, der schaut immer. Ich muss in die richtige Richtung schauen. Das Zielen reicht nicht. Scheiße. Hey, Stefan. Tot. War klar. Einmal schaffe ich die Attacke und dann kill ich ihn. Naja gut, wurscht, hab ihn ja eh schon ein paar Mal. Zweimal. Immer wenn ich auf die Waffe wechsle und man denkt, wenn es nochmal rauskommt, dann schieße ich ihn, bleibt da drin. Warum nicht? So, wo haben wir denn hier einen schönen Platz, wo ich noch eine Base hinstellen könnte dann? Und da nicht, dann muss ich weiter woanders hin, dann muss ich weiter in andere Gebiete ziehen. Mal ein bisschen dann nach oben weg, so die Richtung. Aber jetzt wird es finster. Das heißt, wir könnten uns in dem YouTube-Part hier holen wir sich jetzt noch den. Ja, das war klar. Holen wir sich jetzt noch den Teleporter da oben. Der ist nach Adam Riese, nämlich hier. Den holen wir sich noch. Leuchtet denn da so grün? Grün, 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 na, 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 na. Ich muss noch jetzt das umschalten, sonst sehe ich den Jet, der Jet nicht. Da, da Jet. Und wer freut sich schon alle auf Enshrouded? Alle! Und bei wem ist die Vorfreude getrübt, weil Palworld geil ist? Allen! Fuck, scheiße. Verdammt. Gib mir Morsch. Keiner, ja. Aber bei zweiterem stimmt er mal, glaube ich, zu.
Nein, ich kenne keiner nicht, nein. Er hat sich doch nicht vorgestellt. Okay. Na gut, dass ich das jetzt weiß, danke. So kleiner als der Rainer ist. Das hier. Ich hätte mir doch die Laterne herstellen sollen. Und nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig wäre, aber. Ah! Jetzt da kann ich die scheiß Statue, steht die hier rum. Wozu habe ich die in die Base baut? Enshrouded? Das Spiel, was morgen, übermorgen erscheint. Aber ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob deine Frage ernst gemeint ist. Ich falle da immer auf solche Verarschereien nämlich rein. Ich bin da ein bisschen leichtgläubig. Denke ich mal, ja. Ich finde es ja fast schon gemein eigentlich. Also der Entwickler von Palworld ist ja richtig gemein. Zu den Enshrouded-Entwickler. Ja, aber hoffentlich zu einer normalen Zeit, ja. Nee, die sind wirklich gemein, weil die bringen so ein Mörder-Game daraus eine Woche vor einem Spiel, das eigentlich schon seit Monaten die Leute hypt. Der Entwickler hat sich sicher sein können, kann er nur immer eh eigentlich, ne? Dass das einschlägt wie Bombe durch die Demos, weiß ja jeder, wie das Spiel ist. Und man kann fix sagen, das ist geil, da brauche ich nicht drüber nachdenken oder so. Das weiß man, das ist geil, weil man hat schon gespielt. Da denkst du, da kann nichts schief gehen mehr, weil, ja, ist geil, alle warten drauf. Steam, Top 3 der Wunschliste weltweit, wenn nicht sogar höher, vor Nightingale auch schon und so. Da kann nichts schief gehen. Das kaufen alle wie blöd am Anfang. Aber kommt Palworld. Eine Woche vorher. Und der Entwickler wird sich denken, warum habt ihr das Scheißspiel jetzt veröffentlichen müssen? Nicht eine Woche nach uns. Er ist wirklich fies. Ich meine, ist ein bisschen anderes Genre. Okay, das hier ist ja eigentlich sowas wie ein RPG mit Survival-Elementen. Das hier ist Survival und Collecting. Und Enshrouded ist ja eigentlich, wie sie gesagt haben, ein RPG mit Survival-Elementen, also so ein bisschen anders, ne? Trotzdem, der Enshrouded-Entwickler hat wirklich ein gutes Spiel da am Start, ja? Und dann kurz vorher so eine Überraschung wie das hier, ein Release kriegen, ist halt bitter, weil halt doch einige dann sagen werden, ich kaufe es mir jetzt nicht, weil ich habe nur die Zeit für ein Spiel. Spielen werden wird jeder beides wollen, ja, aber manche werden vielleicht wirklich sagen, ja, nicht jetzt, weil jetzt spiele ich gerade das. Aber nicht viele. Die werden schon ihre Verkaufszahlen haben, keine Sorge, aber. Ja, genau das meine ich ja. Genau das Game jetzt da rauskriegen, ja. Jetzt das kommt, das Spiel. Genau eine Woche vor Enshrouded, ja. Mit dem haben die Enshrouded-Entwickler, glaube ich, nämlich auch nicht gerechnet, dass Palworld jetzt kommt und so einschlägt. Die werden gewusst haben, ja, wird schon cool sein, irgendwie, aber unser Spiel ist cooler. Naja, hätte ich unterschrieben, die Aussage. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr so sicher, ob ich sie unterschreiben würde, weil da muss Enshrouded jetzt schon mal. Da muss Enshrouded jetzt nämlich schon mal was vorlegen. Weil die. Bei der Langzeitmotivation bin ich mir nicht sicher, wer besser abschneidet. Liegt, wie gesagt, aber auch, wie gesagt, auch daran, weil. Oh.
Das mit der Langzeitmotivation liegt auch daran, irgendwo anders hin. Puh. Na, das mit der Langzeitmotivation, weiß ich nicht. Entschraudet, ja. Du einmal durchspielen, fett Hütte bauen, warten. Valheim. Macht ja auch, ist ja die Spielerzahl auch niedriger zwischen den Content-Updates. Das hier mit 111 einzigartigen Viechern, die man leveln kann, indem man viermal das sammelt, dann noch 16 Mal sammelt, dann noch wie oft das. Also, und bauen. Ich glaube fast, dass langfristig fesseln, da ist, glaube ich, sogar Palworld. Vom Spielprinzip her. Möchte jetzt nicht urteilen drüber, was, wie, wo, war, wer sonst ist, weil... Stefan! Na? Ich will aber da, ich kann nur wegen Stil sagen, vom Prinzip her, ja. Es kann natürlich sein, dass Entschraudet da, wir haben nur die ersten Boss gelegt. In der Demo kann natürlich sein, dass da so viele geile Sachen dazukommen sind, dass das jetzt da tausendmal besser ist. Keine Ahnung. Ja und nein, Kong. Ja, ich glaube, dass sie mehr Content haben. Weil sie auch ausgelegt sind auf eben Boss und Story und alles. Und dadurch mehr, glaube ich, drin sein wird. Länger motivierend, weiß ich nicht. Wenn es zum Beispiel zwei, drei Bosse mehr haben, mehr Story, ein bisschen mehr Gebiete, bist du irgendwann durch. Dann baust halt nur noch. Ne? Das geht es mir darum. Am Schluss, wenn du mal alles durch hast, die Story wird tausendmal länger sein, weil da gibt es ja gar keine wirklich. Aber du wirst dann früher oder später durch sein, dann baust du noch eine schöne Hütte hin und dann ist es aber dieses so, jetzt fahre ich noch für was? Vielleicht ist was drin. Bis jetzt weiß ich es nicht. Hier weiß ich es. Ich will die Viecher haben. Ich will, dass das Viech aber auch 4 Sterne hat. Und wenn ich bei einem Safter für ein Viech schon 4 andere brauche, dann noch einmal 16 hinten nach. Warte mal. Dann 16. Weiß ich nicht, was für die anderen Sterne dann notwendig ist. Aber da habe ich schon bei den High-Level-Viecher, wo man zum Beispiel nur eines findet, wie das eine, was ich jetzt geholt habe vorher, dieses blaue Viech, was ich da umgebracht habe unabsichtlich. Das blaue Viech, das Boss-Viech 16 Mal kriegen. Puh. Das da. Der da. Das wird ein bisschen schwierig. Und öfter als 16 Mal noch, ne? Ich schau gerade, aber die sind da gerade gar nicht drin, gell? Die Boss-Viecher. Oh ja. Oh ja, es geht wirklich. Du kannst auch den Boss hier. Korrekt. Ich würde fast sogar sagen, dass es länger dauert als bei Valheim mit großen Updates. Die wollen ja so ziemlich fertig jetzt schon rauskommen mit den Dingen und dazwischen nur polieren. Also Start und Ziel vorhanden, auf dem Zwischenweg dann nachher nur polieren. Da kommt sicher auch was dazu. Aber ich glaube nicht, dass wir Valheim Biom für Biom hinzugeben. Und bei Valheim muss ich sagen, ist ja die Grafik und alles auch nicht so hübsch. Wenn die jetzt was Neues designen, müssen sie länger, glaube ich, designen als die Pixel-Charaktere in Valheim. Das soll jetzt keine Abwertung für Valheim sein, aber ich glaube einfach, dass man einen Valheim-Charakter schneller erstellt und die Umgebung als einen in Enshrouded, was viel hübscher ist. Daher glaube ich fast, dass der Content noch länger dauern würde. Aber nur eine Vermutung. Alles, was ich hier von mir gebe, ist nur eine Vermutung nebenbei. Ich weiß nicht mehr als ihr. Also, ich glaube, ich hätte nur persönlich, das ist wie Pokémon Go. Ich hätte in Pokémon Go war die Sammelwut einfach. Ja. Ja, klar, da muss man denen nicht Kuchen füttern. Was ich heute wohl in einem Video gesehen habe zu dem Breeden, habe ich mal ein Video angeschaut. Du musst den zum Motivieren zum Breeden, musst ihnen Kuchen geben. Ja, wenn du das einmal aufgebaut hast, nämlich dann diesen Kuchen, du brauchst Weizen dafür und Milch, wenn du die Milchkuh hast.
Irgendwie ist das scheiße, dass im Hintergrund dieses Ding steht, das große. Ah, wer braucht schon grüne Bälle? Das fangen wir alles mal mit den blauen. Geht schon. Den da. Ah, diesmal. Ja, du musst alles halt mal haben. Ne? Dann läuft's, wenn es mal fertig ist. Ja. Aber wie gesagt, es dauert halt auch. Ich weiß ja nicht, wie viel braucht man zum Entsaften. Bei der ersten Stern 4, dann 16. Wie viel, was kommt denn da nach 16? Weil das eine hat sich ja quadriert. Wenn sich 16 quadriert, sind wir bei 64. Wenn sich das quadriert, bist bei 256. Das weiß ich ja nicht, wie das skaliert weiter, ne? Ja, dann brauchst du, glaube ich, auch mit Breeden eine Weile. Außerdem kannst du meistens dann nur, ich weiß nicht, wie das ist, wie viele Bases man haben kann. Breeden kannst du immer nur ein Ding. Du musst dir das dann bei, weiß nicht, 5 Pals machen, wenn du dein Kampfteam upgraden willst, ne? Dann musst du ja zuerst mal von den Bossviecher zum Beispiel auch von jedem Männchen Weibchen finden. Da kannst du ja mal ein Pech haben, dann brauchst du einen Abend ein paar Stunden, bis du halt ein Männchen und ein Weibchen hast. Ich meine, ist jetzt nur eine Theorie, das alles zusammen, denke ich, wird schon eine Weile in Anspruch nehmen, ne? Und ich denke halt einfach im Gegenzug, dem steht Enshrouded, ein super Hammer-Game mit super Boarding, auf das ich mich total freue. Wie gesagt, ich mache das nicht schlecht, ja? Ich freue mich drauf, ich kaufe es auch sofort zu Release, wir zocken das auf jeden Fall. Aber ich denke halt einfach nur damit, dass ich glaube, dass das einfach in ich glaube, dass das einfach ich glaube, dass einfach das Portal trotzdem das Enshrouded schneller durch ist. Ist nur, glaube ich nur. Es muss nicht sein, aber ich glaube schon. Und ich würde jetzt wetten, eigentlich eine Wette eingehen und sagen, dass Paul wird länger motiviert. Aber nur, weil es einen ganz anderen Ansatz hat, ja. Bei Valheim ist die Motivation, dass du nachher urschön bauen kannst mit die. Wenn du das auf Bauen stehst, ist Valheim besser. Weil das Bauen da ist irgendwie ziemlich rudimentär, muss ich ehrlich sagen. Und wenn es da war, eher so Special-Viecher sammeln, sagst, hey, ich habe ein Viech, wer weiß, vielleicht gibt es da ein Viech, das hat mit dem besten Ball nur eine 1%ige Fangchance. Das allerletzte, stärkste Viech im Game vielleicht. Dann brauchst du mal 100 von die, weiß nicht, Quantum-Matrix-Bälle oder wie man dann, was da kommt, ja, um das einmal zu fangen und dann, das wird dann witzig. Vielleicht kann man das auch gar nicht breeden dann. Also das kann so viel noch kommen, ich weiß nicht, zum Pokémon halt, ne. Ich glaube fast, also mich würde das, glaube ich, mehr motivieren hier, weil es, ich weiß nicht, es liegt sicher, ich sag's dir ehrlich, ich werde beides bis zum Schluss zocken, weil es geil ist, aber länger weiterspielen, wenn ich durch bin, wahrscheinlich das hier. Es liegt aber auch an der Knuffigkeitsfaktor und die haben ja noch nicht mal PvP drin. Die überlegen ja gerade, wie sie PvP einbauen. Sie wollen es so machen, dass es halt für den Spielstil passt, haben sie auf Discord erwähnt. Naja, da gibt es ja nichts Passenderes, als dass man dann irgendwann mal à la Pokémon eine Arena wo hat. Und dann wirklich einen Trainer links, rechts und mit den stärksten 2 2 vs 2, 5 vs 5, da kannst du Turniere veranstalten, wenn das balanced ist halbwegs. Also, Entwicklungsmöglichkeiten noch und nöcher. Turniermöglichkeiten hier mit die Viecher ist zum Beispiel super. Das hast du in Enshrouded nicht. Kannst schwer machen. Aber wie gesagt, unterschiedliche Games und ich finde beide Anwärter zu Game of the Year 2024 auf jeden Fall. Wie gesagt, das hört sich jetzt an, das würde ich Paul World da voll favorisieren. Also so ist es nicht. Ich freue mich ewig schon auf Enshrouded und werde es auch kaufen und spielen. Keine Frage, da gibt es auch wahrscheinlich einen Community-Server dann. Aber ich bin halt einfach überrascht, weil das Spiel hier hat wirklich diese Pokémon-Allüren. Dass man voll in den Sammelfiecher von den Viecher reinkommt. Ins Sammelfieber. Das haben sie echt gut hinkriegt. Scheiße, das haben sie wirklich gut hingekriegt. Und mit dem Abschlusssatz hier jetzt an YouTube. Danke fürs hier sein. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Super sicher, ein paar andere Tierchen noch. Bis dann. Aber lange wird nicht vergessen. Adios. Ciao.